Und ich fange an mit einem Begriff oder mit etwas Empirie zu dem, was Sie alle interessieren muss, nämlich, was wir jetzt gerade machen. Ich erzähle Ihnen was. Was läuft in Ihrem Gehirn dabei ab? Und es ist interessant, dass es dazu tatsächlich eine spannende Forschungsstrang gibt. Und ich stelle Ihnen nur eine einzige Studie vor, die aus meiner Sicht aber doch sehr, sehr klar macht, was Kommunikation ist und vor allem auch, was es nicht ist. Denn eins weiß ich. Egal, was Sie studiert haben, es ist wirklich Schnurz. Sie haben alle schon gehört, was Kommunikation ist. Nämlich, da gibt es einen Sender und einen Kanal und einen Empfänger. Shannon, so hieß der Typ, der sich das überlegt hat und der hat versucht klarzumachen, wie ein Telefon funktioniert. Ja? Und da hat man halt ein Mikrofon und einen Lautsprecher und dazwischen ein Kabel, Sender, Kanal, Empfänger und so funktioniert Kommunikation. So funktioniert Kommunikation mit einem Telefon vor 100 Jahren. Heutige Telefone funktionieren schon nicht mehr so. Gehirne, menschliche, haben noch nie so funktioniert. Wie es wirklich ist, zeigt zum Beispiel dieser Artikel hier. Aus PNAS, ist jetzt schon 5 Jahre her, aber gerade auf dem letzten Neuroscience-Kongress hat der Erstautor darüber nochmal gesprochen und hat eigentlich das Ganze genauso nochmal dargestellt, mit ein paar neuen Facetten angeknüpft, aber letztlich die Nachricht war genau dieselbe vor wenigen Monaten in Washington. Was haben die gemacht? Im Grunde das, was ich jetzt mache. Da musste einer was erzählen und das musste er sich gerade ausdenken und das Ganze geschah im Scanner. Erzähl eine Geschichte, eine interessante, spannende, detailreiche Geschichte, die du nicht vorliest und die nicht vorfabriziert ist, die du jetzt ausdenkst. Am besten eine Begebenheit, die kürzlich zurücklag und über die du gut reden kannst. Soweit der Sprecher. Dann gab es 11 Zuhörer, die lagen in der Röhre und hörten sich das an, was der gesagt hat. Die Frage ist, wie wertet man sowas aus? Das ist gar nicht so einfach, denn Sie wissen alle, wie so Gehirnforschung funktioniert. Sie haben eine Gruppe, die macht das und dann macht sie was anderes, meinetwegen Flackerlicht versus Dunkelheit. Dann machen Sie Vergleichsbilder der Hirnaktivität und sehen, wo im Hirn ist Flackerlicht, wo wird es verarbeitet. Das war die erste Studie 1991, Science Magazine, sogar auf dem Frontcover. Und damals war man glücklich, dass man zeigen konnte, Flackerlicht macht da hinten Aktivierung. Man wusste vor 100 Jahren schon, dass da hinten das Sehzentrum ist. Aber dass man das, ohne dass man einen Kopfschuss hat und ohne dass man reinguckt und reinsticht und so weiter, auch einfach so machen kann und rauskriegen kann, wo im Kopf was ist, das war damals bahnbrechend und neu. Und seit dieser Zeit haben wir ja die funktionelle Bildgebung. Und dass das jetzt schon wieder mehr als 20 Jahre her ist, kann ich selber kaum glauben. Was hier gemacht wurde, war ganz anders. Man kann ja das Gehirn in lauter kleine Würfelchen, wenn man Bilder in kleine Punkte zerlegt, nennt man die Pixel. Wenn man Volumina in kleine Würfelchen zerlegt, heißen die Voxel. Pixel kommt von Picture Element, Voxel kommt von Volume Element. Müssen Sie sich vorstellen, Sie nehmen ein Hirn und machen da einfach lauter kleine Würfelchen draus. Jetzt haben Sie das Gehirn des Sprechers, der über eine ganze Weile eine Geschichte erzählt. Und in jedem Würfelchen, und es sind ein paar 10.000, geht es rauf und runter in der Aktivierung, wenn der das macht. Jetzt haben Sie die Zuhörer, die hören diese Geschichte an und in jedem korrespondierenden Würfelchen in deren Hirn geht es irgendwie auch rauf und runter. Und jetzt können Sie Folgendes machen, Sie können gucken, gibt es Würfelchen, wo im Hörer das gleiche rauf und runter passiert wie beim Sprecher? Das hat man gemacht. Was man noch gemacht hat, man hat hinterher allen einzelnen Zuhörern Fragen zu der Geschichte gestellt, um rauszukriegen, was haben die mitgekriegt. Und dann kann man eben gucken, der hat das mitgekriegt, das. Das hat man alles abgefragt. Und so konnte man eine Rangreihenfolge machen. Der hat es am besten verstanden, der am zweitbesten, am drittbesten, von 1 bis 11. Was man auch machen konnte, war eine Rangreihenfolge der Voxel, der Zuhörer, im Hinblick auf, wie gut ist deren zeitlicher Verlauf mit den Voxeln des Sprechers in Übereinstimmung. Überlegen wir kurz, macht das Sinn? Naja, Sie wissen, wir haben alle so ein primäres akustisches Zentrum. Wenn ich also rede, geht das zuerst mal bei Ihnen da rein. Da haben wir einen Frequenzanalysator. Und wenn ich jetzt immer leiser rede, da ist da bei Ihnen immer weniger los. Und wenn ich dann plötzlich, ha, da war jetzt plötzlich viel los. Und bei mir auch, ich höre mir ja selber zu. Ja? Deswegen war bei mir in diesem primären A1, Akustik, erstes Areal, war bei mir was los. Und bei Ihnen auch. Ja? Und das hat man erwartet. Und das kommt auch raus. Das sehen Sie hier.
Hier ist der primäre akustische Kortex und hier sehen Sie bunt dargestellt, also einfach orange eingefärbt, die Bereiche, die in den Hirnen vom Sprecher und den 11 Zuhörern rauf und runter gehen. Den hat man erwartet, die nicht. Aber die gehen auch rauf und runter. Und hier haben Sie sprachverwandte Areale, Sie haben hier auch Denkareale, also parietal und frontal, die sind wirklich mit höheren Denkleistungen verknüpft. Und die gehen auch rauf und runter. Und das Interessante ist, wenn Sie eine Rangreihenfolge des Verständnisses haben und eine Rangreihenfolge der Aktivierung, die mit dem Sprecher einhergeht, wie gut gleich mit dem Sprecher, haben Sie zwei Rangreihenfolgen von 1 bis 11. Und wenn Sie zwei Rangreihenfolgen haben, können Sie einen Rangreihenkorrelationskoeffizienten berechnen. Nämlich nach dem Motto, ist das dieselbe Reihe oder wenn es genau die gleiche ist, haben Sie 1. Und wenn es genau, wenn es völlig verschieden ist, also durcheinander, haben Sie 0. Wenn es andersrum ist, haben Sie minus 1. Das ist der Bereich, der rauskommen kann. Was kommt raus? Etwa 0,5. Mit anderen Worten, die gemeinsame Hirnaktivierung sagt durchaus was über, wie gut versteht es jemand. Damit war es noch nicht fertig. Jetzt hat man sich überlegt, naja, wenn ich was erzähle, dann denke ich und dann sage ich es. Dann saust das aus dem Gehege meiner Zähne an ihr Trommelfell, da rüttelt es dran und dann geht es in ihr Hirn rein und dann fangen sie an zu überlegen, was sagt er denn? Und deswegen müsste man eigentlich, um zu gucken, wie laufen unsere Hirne gemeinsam, müsste man ihr Hirn ein bisschen zeitlich nach hinten schieben. Also nicht gleichzeitige Hirnaktivität analysieren, sondern ihr Hirn ein bisschen hinterher. Und da kann man natürlich gucken, man kann es 1,5 Sekunden verschieben oder 3 oder 4,5 oder 6, hat man gemacht. Und dann nochmal auswerten und gucken, was passiert. Zum Vergleich, man kann auch alle Hörer gegeneinander verschieben und gucken, ob da irgendwas besser wird. Und da wird nichts besser. Wenn Sie die Hörer, das ist Hörer, Hörer, wenn die null miteinander gegeneinander verschoben sind, ist deren Hirn am gleichsten aktiv, nach dem Motto, in Ihren Köpfen passiert eigentlich das Gleiche, wenn Sie mir jetzt gerade zuhören, zeitlich. Und wenn man sie gegeneinander verschiebt, ist es nicht mehr so gleich. Das sehen Sie hier und es ist symmetrisch in beide Richtungen. Was Sie weiterhin sehen, minus 3, hier ist es bei Sprecherhörer am höchsten. Das heißt, wenn der Sprecher 3 Sekunden vorher ist und ihr Hirn 3 Sekunden hinterher und man dann Korrelationen rechnet, dann wird es, wenn man über alles rechnet, am besten. Jetzt hat man das schon mal gemacht und Sie sehen, die haben sogar Hörer voraus. Die haben sogar, also man könnte sagen, Voodoo, ja, also sie denken mir voraus, hat man auch mal geguckt, gibt es das auch, ja, und so. Und jetzt zeige ich Ihnen das wirkliche wichtige Ergebnis dieser Studie. Die Gelben, da geht bei Hörer und Sprecher gleichzeitig im Kopf die Aktivität rauf und runter. Also sie haben gleichzeitige Aktivierung. Und das ist natürlich der hier, weil der bei Ihnen genauso anschlägt wie bei mir, wenn ich laut werde oder leise werde oder so. Dann haben Sie Areale, das sind die Blauen. Da sind Sie hinter mir her. Und dann haben Sie Areale, und das sind die Roten. Da sind Sie mir tatsächlich um 2-3 Sekunden voraus. Und das sind, wenn man guckt, welche das sind frontale Areale, die im Wesentlichen für Denken, Handlungsplanung, kognitive Kontrolle und so weiter zuständig sind. Also ich sage mal, ganz hohe, abstrakte Denkareale. Ja. Und wenn Sie jetzt den Rangreihen-Korrelationskoeffizienten berechnen, im Hinblick auf die Aktivität in diesen roten Arealen mit dem Verständnis, dann kriegen Sie Punkt 9. Und das ist irre. Und was sagt uns das? Dass Sie mich dann am besten verstehen, wenn Sie mir etwa 3 Sekunden voraus sind in Ihrem Kopf, wenn ich denke und wenn Sie denken. Und dann fragt man sich, Moment mal, was soll denn das? Und dann denkt man ein bisschen nach und dann ist die Sache vollkommen klar. Verstehen heißt nicht, Senden, Kanal, Empfänger. Wenn Sie mich verstehen, dann sind Sie bei mir. Und wenn Sie bei mir sind, heißt das, dass Sie schon wissen, was ich als nächstes sage.